Hallöchen, meine Damen und Herren, da ist er schon wieder. Natürlich war das letzte Mini-Update nur zum Anfüttern. Und wisst ihr, was ganz vorne rangeht? Man kann jetzt Skins mieten? Lieber vorbereitet ins Messer rennen, als ins Messer rennen, ohne es zu sehen. Natürlich schaue ich mir gleich alle Details mit euch so wie immer zusammen an von diesem gesamten Update. Aber unser Augenmerk fliegt direkt am Anfang auf Rentals. Wenn ein Spieler eine Kilowattkiste mit einem Kilowattkistenschlüssel öffnet, hat er die Wahl zwischen so wie immer, keep one weapon, oder man bekommt die gesamte Collection für 7 Tage. Gemietet oder geliehen. Das Knife ist aber dann nicht dabei. Nur wenn ihr ganz normal öffnet. Wenn die Miete von den Skins abgelaufen ist, dann kriegt man einfach wieder den Default-Skin. Und natürlich können gemietete Waffen nicht modifiziert werden. Man kann sie auch nicht verkaufen. Also Sticker und Nametags kann man da logischerweise nicht reinklatschen. Ist ja nur geliehen. Uns hat gerade im Stream, und ja, das Update kam natürlich wieder mitten im Stream, interessiert, ob die Kiste dann auch weg ist oder nur der Schlüssel. Ich behaupte, die Kiste ist dann auch weg. Ich habe jetzt aktuell 2 Kilowattkisten bei mir auf meinem Main-Account liegen. Eine davon möchte ich jetzt mieten. Mein Inventar sieht aktuell so aus, wenn ich auf Newest gehe. Hier oben sollten also dann die ganzen gemieteten Waffen erscheinen. Ich gehe hier unten auf Open to Rent. Dann habe ich ja nochmal die Infos, dass die ganze Sache 7 Tage geht. Man alle Skins der Kilowatt-Case bekommt. Diese Waffen kein Stat-Track und auch nicht modifiziert werden können. Und dass das Knife nicht mit dabei ist. So, Open to Rent. Babum. Mia. Jetzt habe ich diese ganzen Waffen in meinem Inventar. Und man sieht hier unten direkt, wann sie ablaufen. Und hier steht dann nochmal das Ablaufdatum, am 30. Mai. Dann habe ich die Sachen nicht mehr, aber jetzt kann ich sie ganz normal in meinem Loadout ausrüsten. Und jetzt habe ich diese Chrome Cannon. Aber natürlich habe ich sie nicht wirklich. Ich besitze sie nicht. Sie kann kein Stat-Track haben. Ich kann nichts draufpappen. Ist einfach jetzt halt eigentlich nichts. Das ist übrigens auch direkt meine Meinung zu der ganzen Geschichte. Wir haben vorhin im Stream schon gegrübelt, warum jetzt dieser Move? Mehr Geld, Leute dazu bringen, auch mal was zu probieren und dann zu überzeugen, ah komm, ich öffne die Kiste, weil mir hat das so gut gefallen, meine Rental-Zeit, und deswegen will ich versuchen, jetzt was zu bekommen. Oder. Dazu kannst du natürlich gerne was in die Kommentare schreiben, das werde ich auch wieder mit dem Giveaway verbinden, das es gleich noch im Video gibt. Natürlich gucken wir jetzt noch geschwind, ob die Kilowatt-Case weg ist. Ja, sie ist weg und auch der Schlüssel ist weg. Die Kilowatt-Kisten sind übrigens auch bereits extrem angestiegen. Ah, guck mal da, da siehst du ja schon. Babum. Von 65 Cent circa hoch auf 1,52 Euro. Und vorhin waren die Zahlen aber auch noch höher, also ich nehme an, bei mir ist es noch nicht ganz aktuell. Ob ihr jetzt noch da rein investieren solltet, fragt da bitte nicht mich. Ich würde es nicht machen. Nicht aufgrund dessen, wie das gerade läuft, sondern ich würde es einfach generell nicht machen, weil ich nicht in Counter-Strike Skins und Items investiere. Also ja, die Kiste und der Schlüssel sind weg. Ich habe jetzt also mehr oder weniger 4 Euro dafür gezahlt, dass ich diese Skins für 7 Tage lang anzeigen lassen kann, und dann sind sie aber alle wieder weg. Würde ich das grundsätzlich machen? Nein. Das Ganze ist übrigens ausschließlich bei der Kilowatt-Case verfügbar. Du kannst es hier bei den anderen Cases nicht machen. Ihr seht auch, dass nur hier Rentable dabei steht. Möglicherweise machen sie das jetzt bei jeder neuen Kiste und lösen dann praktisch die alte aus. Also Kilowatt kann man dann nicht mehr renten, sondern nur die nächste. Keine Ahnung. Aber ich würde das, egal bei welcher Kiste, nicht machen. Ich würde mir auch keine Dragon Lore oder sonst was herrenten für 7 Tage. Was habe ich davon? Gar nichts. Die gehört mir ja nicht. Ich kann mir eine Dragon Lore auch malen lassen und an die Wand hängen, aber das ist ja nicht das Gleiche, wie sie wirklich im Inventar zu haben. Für jemand, der halt nicht so viel Geld hat, ist das eine nette Sache, mal reinzufühlen, wie es so ist. Ich werde noch eine Sache für euch testen, und zwar mache ich die AK bei mir jetzt auch hier bei T rein. Dann jump ich kurz in den Casual und dann werde ich gucken, ob dieses Rental irgendwo steht. Nö, tatsächlich steht es hier nicht dabei. Ob das jetzt bei jemand anderem erscheint, wenn er meine Waffe aufhebt, weiß ich nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es so ist. So viel zu den Rentals. Und jetzt gehen wir hier so wie immer alles durch. Die Höhe der Flammensäule in der Mitte bei den Mollys sinkt Stück für Stück während des Abbrennens. Bei T wie auch bei CT. Und euch ist bestimmt immer aufgefallen, dass der Molly so ein bisschen blau angehaucht ist, weil es ein CT-Molly ist. Wenn ihr seit dem Update die Bombe legt und sie diffused wird, bekommt man keine 800, sondern nur noch 600 Dollar. Die M4 wurde von 3100 auf 3000 Dollar runtergesetzt. So ein Schnapperl. Am First-Person-Kamera-Movement wurde ein wenig geschraubt. Es gibt jetzt explizite Konsolen-Commands für Left-Hand, Right-Hand. Und die Deathmatch-Bonus-Waffen sind jetzt für alle gleich, egal wie dein Loadout aussieht. Gameplay abgehakt. Feuergranaten habe ich eben schon angesprochen. Visuelle Bearbeitung der Flamme. Sie brennen nicht mehr so lang. Sie brennen nicht mehr so weit. Und sie kosten keine 600, sondern nur noch 500 Dollar. Ach, wieder so ein Schnapperl. Ich finde es vorhin auch direkt aufgefallen, dass sie tatsächlich kürzer brennen und auch bei weitem nicht mehr so weit. Also wirklich nicht mehr so breit. Incendiary abgehakt. Vermietungsgeschichte haben wir schon gemacht. Hat. Wenn du den Bot übernommen hast, gab es einen Fehler in der Anzeige deines Namens als MVP. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Der Refund All, also zurückgeben beim Kauf-Button, verkauft jetzt wirklich alles zurück und nicht nur eine einzelne Flashbang. Ist mir nie aufgefallen. Ich habe, glaube ich, noch nie drauf gedrückt. Die Scoreboards sind nun wieder abgeglichen. Das Escape-Scoreboard sah wohl mitunter anders aus als das Tab-Scoreboard. Und der Loss-Bonus-Tooltip, den man im Scoreboard erhalten konnte, stackt jetzt nicht mehr auf dem Bildschirm fest. Das habe
glaube ich, auch nie gehabt, dass mir irgendwo was hängen bleibt. Und der letzte Punkt hier beim HUD finde ich richtig stark, denn wenn du diese Option hier anhast, also die Avatare der Spieler verstecken lässt, werden jetzt auch andere user-generierte Inhalte versteckt, unter anderem Nametags. Da wird ja mitunter echt Scheiß reingeschrieben, also wirklich nicht guter Kram. Sowie auch Sticker-Placements. Also wenn sich jemand einen Endbombencraft gezaubert hat oder ein gewisses Kreuz auf seine AK draufgepimmelt hat, dann ist das jetzt nicht mehr für dich sichtbar, wenn du bereits die Avatare ausblenden lässt, was ich wirklich, wirklich gut finde. Es gibt Leute, die haben damit wirklich den größten Scheiß gemacht und ich finde es gerade gut, wenn das bei denen bleibt und nicht zu einem selbst dann rüberschwappt. Man kriegt irgendeine Waffe und dann ist dann halt ein Hakenkreuz drauf. Ist doch scheiße. Von daher sehr schön, dass das jetzt nicht mehr geht. Doppeldaumen von meiner Seite aus. Finde ich wirklich gut. Hart abgehakt. Weiter geht's mit den Chickens. Endlich ein Chicken-Update. Die Chickens haben jetzt mehr Animationen, zumindest ein paar mehr. Sie können jetzt unter anderem bergauf laufen. Konnten die das davor nicht, hä? Sind die nicht hier schon ganz... Komm mal mit. Hallo? Du kannst jetzt hochlaufen. Ah, jetzt ist einfach hängen geblieben. Und die Chickens können jetzt rechts abbiegen, während sie laufen. Also Jürgen, wir gehen wieder runter und biegen nach rechts ab. Ja. Ja, naja. Warum haben die blaue Füße? Chicken abgehakt. Gut. Wenn ihr das Warehouse hier im Hauptmenü als Hintergrund eingestellt habt, habt ihr Performance-Verbesserung und Skins sehen jetzt irgendwie... Ach so, Italy. Hä? Was habe ich denn da gemacht? Ist das die Veränderung? Wenn ich im Warehouse was anschauen will, dann lande ich auf Italy? Das ist doch... Ich mache irgendwas falsch, oder? Ich mache irgendwas falsch. Ich habe bestimmt irgendwas nicht richtig eingestellt. Egal. Ui, abgehakt. Demos. Da wurde wieder ordentlich geschraubt. Overwatch incoming. Hä? Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Du siehst jetzt auf deiner Timeline unten, da wo du halt langscrollen kannst, Kills und Tode. Du kannst das Demo-Playback auf Highlight-Mode stellen. Dann werden genau diese gehighlightet und der Rest ist weg. Am User-Interface ist ein bisschen was verändert worden und ein Demo-Playback-Crash wurde jetzt auch gefixt. Demos abgehakt. Nun kommen wir wie immer zu den Maps. Es wurden bestimmt ganz viele Löcher gestopft. Zum Beispiel war früher hier auch ein Loch. Auf Vertigo hat sich wirklich ein fetter Haufen verändert auf A. Wenn ihr jetzt hier von City Spawn auf A laufen wollt, könnt ihr einfach straight durchrennen und seid extrem schnell auf Yellow, weil hier jetzt mal wieder geöffnet ist. Vertigo war vor Jahren bei uns immer ein Running Gag, weil es gefühlt einmal am Tag verändert wurde, aber wirklich mit so krassen Änderungen. Die Tür hier, also Elevator, glaube ich, ist jetzt zu, aber ich gehe trotzdem rein. Mhm. Natürlich ist sie von der anderen Seite auch zu und ihr könnt jetzt hier nach außen gehen, auf so einen Catwalk und bis Sandbags durchlaufen. Oder halt hier wie gewohnt raus. Wenn ihr hier durchsteppt, kann natürlich hier oben jemand auch rumstehen und man kann jetzt hier einfach komplett frei kämpfen, wenn da was hochkommt. Ba, 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 ich zieh mich zurück, Männer, ba, ba, ba. 12 Nades. Und so weiter und so fort. Des Weiteren wurde auch die Größe von A-Bombsite getweakt, sowie auch die Spawn-Timings. Und im Wingman spielt man jetzt A an und nicht mehr B. Das war früher ab und an auch, daran kann ich mich erinnern, dass du halt dann einfach die Bombensite gewechselt hast. Natürlich nehmen sie jetzt A, weil das haben sie jetzt ja gerade so schön verändert. Vertigo abgehakt, Bagage. Da wurden die Conveyor Belts verändert, also die Förderbänder, die da rumlaufen. Dann konnte man auf Office wohl durch mehrere Wände ballern. Also sowas wie ein Loch, würde ich sagen, in der Geometrie vielleicht. Das wurde jetzt auch geändert. Und zu guter Letzt Mirage. Kollision und klebende Kollision wurden verbessert. Ich würde sagen, das kommt noch am ehesten an diese Lochstopferei bzw. Clipping-Geschichte heran. Ja, und das war das Update. Wir haben einige Updates, die so mittelstark in das Spiel eingreifen, wie zum Beispiel eben diese Belohnungsveränderungen sowie eben auch die Preise der Waffen, also der M4 und des Mollos und eben als großes Ding diese Rentals. Ich weiß auch jetzt, nachdem ich das Video für euch aufgenommen habe, nicht genau, was ich hierzu sagen soll. Finde ich schlimm, dass es eingefügt wurde. Ich wüsste nicht, warum. Werden die Preise jetzt extrem fallen deswegen oder steigen? Was auf jeden Fall gerade Fakt ist, ist, dass die Kilowatt Case extrem steigt. Werden die Skins auch teurer oder fallen sie? Warum sollten sie fallen? Weil die Leute die Skins nicht mehr kaufen, sondern sich einfach nur noch die Skins mieten. Das bezieht sich aber nur auf die Kilowatt-Case. Habe ich wirklich was davon, wenn ich die Skins miete? Eigentlich irgendwie nicht. Aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch einfach was, was mir nicht so passt und andere können damit sehr viel anfangen. Es gab ja auch früher schon so Seiten, auf denen du deine eigenen Skins anbieten konntest und andere konnten die mieten. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Seite hieß. Irgendwas mit Bär, glaube ich. Lootbär, glaube ich, oder? Die Leute nutzen das schon, aber also für mich ist es auf jeden Fall... Also ich fühle mich jetzt nicht irgendwie so, wow, ich habe eine Chrome-Can, sondern nee, ich habe sie hier halt für 7 Tage liegen, dann ist sie weg. Das ist irgendwie Quatsch. Selbst wenn ich jetzt genug Geld hätte und mir... die einfach mein Leben lang miete die ganze Zeit. Was wahrscheinlich auch gar nicht geht, weil die Kiste irgendwann nicht mehr mietbar sein wird, sondern dann halt eine andere, deren Platz einnimmt. Aber selbst wenn ich bis zu meinem Lebensende hier einfach durchgehend die Chrome Cannon mieten könnte, ich habe sie nicht. Ich habe sie nur gemietet. Ich habe ja an diesen Skins, die jetzt hier so liegen,
kein Interesse, keine Bindung oder so. Ich habe mehr Bindung an dem Ding als an dem, weil das liegt ja wirklich hier und das ist praktisch einfach nur dahin gemalt und ist in 7 Tagen wieder weg. Da könnt ihr, wie gesagt, sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht und dann seid ihr automatisch mit dem Giveaway dabei, das wir jetzt starten. Und zwar gibt es für euch jetzt eine AWP Duality zu gewinnen. Die könnt ihr, wie gesagt, gewinnen, indem ihr über diesen Sachverhalt dieser Rentals etwas schreibt. Findet ihr das gut, schlecht, würdet ihr das machen? Lirum Larum, was glaubt ihr, wie sich das entwickelt? Irgendwas zu dem Thema. Haut es in die Kommentare, dann seid ihr automatisch mit bei der Duality dabei. Ich mache mich jetzt direkt an den Schnitt. Die ganze Sache kam, wie gesagt, relativ spät, aber nicht so spät wie sonst. Sonst kommen diese Updates irgendwie um 1, 2 oder 3 Uhr morgens, so wie das gestrige, dieses ganz kurze. Jetzt kam es um 23:30 Uhr, 23.30 Uhr, 0 Uhr so ungefähr. Dann war das schon da. Also etwas ungewohnt und jetzt ist es auch gar nicht so spät. Für mich ist es jetzt 2.20 Uhr. Ich schnibbel das schnell fertig und dann ist es, keine Ahnung, 3, 4 da. Wir lesen uns in den Kommentaren oder sehen uns heute Abend live ab 20 Uhr wieder im Stream. Denkt an das Knife-Giveaway. Dieses wunderbare Knife, übrigens gespendet von Toni. Vielen, vielen Dank an dich. Gibt es nächste Woche, dann ist das Giveaway offen. Ich habe bereits vor 3 Wochen angefangen, euch immer wieder darauf zu stupsen, dass ihr Bescheid wisst, oh ja, dieses Knife, in den Stream kommen, Bubble-Dollar sammeln, während ihr zuguckt und dann schön reinballern. Also nächste Woche ist das Teil offen. Kommt gerne heute Abend direkt mit dazu und sammelt ein paar Bubble-Dollar, dass ihr nächste Woche genug habt. Vielen lieben Dank fürs Reinschauen, für die Kommentare und für die Likes. Haut rein. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gehen wir deine dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe. Wow.